Chaka, Chaka. So, sind wir ausgerüstet. Im Namen der Wache, halt! Auf ein Wort! Hallo. Stoppt ihn! Ich dachte, ihr seid meine Kumpels. Der Typ da vorhin war eigentlich gänzlich nett zu mir. Oh, der hat eine Büchse. Fies. Wow! Geil! Angriff! Hahaha, schießt seinem Kumpel in den Rücken. Oh, Mann, ihr Büchsenhainis. Hunger. Aua, Mann. Gut, dass ich mir Medizin gekauft habe vorhin. Angreif! Oh, meine Güte! Angreif! Himmel, greift mich an, aber anständig, nicht mit eurer Büchse. Angriff! Jetzt geht's los! Ach scheiße, Folge verpasst. Daneben geschossen. Spasti. Ups. Wir haben die kleine Sache mit. Sterb! Sterb! Eieiei. Die Typen, die haben's drauf. Das wird wieder langweilig. Hack dich in Stöcke! Alter! Jetzt ist er endlich fertig! Finde deinen Vakuum! Nein, du schießt nicht mit deiner Büchse. Verflucht. Au, doch, tust du. Unfassbar. Rüstung zerbrochen. So, Ende Gelände. Ups. Ach, der gehört nicht zu mir. Super. Dafür wirst du Schmerzen leiden. So, jetzt ist aber mal Ruhe hier. Meine Güte. Also gut. Wie viel Medizin habe ich jetzt gebraucht? 6 Fläschchen oder 5? Ich weiß nicht, ob ich vorhin schon mal eins verbraucht hatte. Hier ist auf jeden Fall der Erinnerungsanfang. Hm. Machen wir den schon? Was sind das hier? Animus-Datenfragment. Okay, das ist hier signalisiert. Das heißt, das können wir uns später noch holen. Ein Dock wäre jetzt natürlich echt nicht schlecht. Und ein Schmied. Schmied? Ja. Dann gehen wir da nochmal kurz hin, bevor wir den Erinnerungsanfang machen. Und rüsten uns da nochmal kurz ein bisschen auf. Hey, Ida, stopp! Nein, ich halte jetzt nicht für euch an. Ich hätte natürlich auch noch meine Assassinenbrüder rufen können, aber ich befürchte, dass die noch nicht stark genug sind, um gegen solche fetten Typen zu kämpfen. Weil die Typen, die haben es ja echt in sich, die können meine ganzen Konter abwehren, die können... Alter, Alter. Hallo.
So. Ist das nicht gefährlich? Nö. Nicht, wenn man's kann. Na, das ist ein bisschen zu weit zum Attentaten. Es ist der Assassine! Ich muss meinen Onkel besuchen! War der schnellste Weg nach unten. Los! So. Hätten wir das auch erledigt? Lauft! Du stehst mir nicht im Weg! Ach so. Ja, komm, renovier mal. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Ihr seid stolz auf eure gute Qualität, dann lasst sehen. Wie viel kostet das? Ach komm, gar nichts. So, Rüstung. Lederstiefel. Immer her damit, die hier haben wir ja schon. Dann holen wir uns mal noch Stiefel. So, da haben wir ja... Das haben wir gerade. Das gefällt mir so vom Aussehen überhaupt nicht. Bastardschwert. Dafür brauchen wir eine schwere Scheide. Das heißt, davon haben wir jetzt noch nichts. Kleine Waffen. Standardstiletts. Ja, den haben wir gerade, glaube ich. Armbrust kostet ja noch einen ganzen Haufen Geld. Da sollten wir jetzt echt mal langsam drauf sparen. Kommt mir gerade so in den Sinn. Auf bald. Bis dann. Schöne Schuhe. Schöne Schuhe. Hey, Ladies. Wo ist denn jetzt der Doc? Da ist der Doc. Und wir scheinen sie nicht aufhalten zu können, Bürger. So, wieder ein dreiviertelstes Teilchen vom Gesuchtstatus entfernt. So, hier ist der Doc. Hier gibt es Salpeter und Schwefel, um die wütende Urheim zu besiegen. Das ist ja toll, was es hier alles gibt. Ich will eigentlich nur Medizin. Und zwar davon eine ganze Menge. Ach, mehr können wir uns schon gar nicht leisten. Toll. Ja, viel besser. Ihr werdet sehen. Okay. Die Bank können wir jetzt dann auch nicht mehr renovieren, weil mit 8 Aktien, glaube ich... Wird das nicht. Dann gehen wir zum Datenfragment, holen uns das noch schnell und dann zum Erinnerungsanfang. Ja, neulich im Let's Play Forum bin ich ja wieder so ein bisschen aktiver, also beziehungsweise ich lese ein bisschen aktiver da drin. Schreiben tue ich nichts. Let's Play Forum, wenn euch das nicht sagt, www.letsplayforum.de. So eine Anlaufstelle für vor allem neue Let's Player. Da war ich ein bisschen unterwegs und da war ein Thread, den ich ganz interessant fand, und zwar weibliche Zuschauer. Da hat ein Typ dann geschrieben, sag mal, Jungs, wie kriege ich denn mehr weibliche Zuschauer? Und da war ich dann schon so ein bisschen verwirrt. Ich meine, wozu will der Typ seinen Anteil an weiblichen Zuschauern erhöhen? Ich meine, letztendlich machen wir alle unsere Videos eigentlich nur, um die Leute zu unterhalten, ne? Und es ist eigentlich egal, ob das Jungs oder Mädchen oder sonst wer sind. Hauptsache, man hat die Leute halt so ein bisschen unterhalten, ne? Und so
einfach für die täglichen 10 Minuten ein bisschen aus dem Alltag gerissen und ein bisschen Freude bereitet. Das ist ja eigentlich die Intention, die dahinter steckt. Deswegen weiß ich auch nicht, warum der jetzt unbedingt seinen weiblichen Anteil erhöhen wollte. Fand ich aber ganz interessant. Wenn ich zum Beispiel in meinen Insight gucke, dann sehe ich 10% weiblichen Anteil von Leuten, die meine Videos gucken. Also 10% aller meiner Zuschauer sind eben Frauen, Mädchen, Weibchen, Meerschweinchen, was weiß ich, halt von femininer Natur. Und damit bin ich absolut zufrieden, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich meine, ich bin kein Womanizer, war ich auch nie, hatte ich auch nie beabsichtigt zu sein und deswegen finde ich so eine Statistik auch absolut nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt vielleicht mal einen Kommentar. Wie ihr das seht, ob ihr vielleicht sagt, ja, ist ja auch vollkommen natürlich, dass Mädchen nicht so viel Videos gucken von Games, weil die halt nicht so viel zocken wie Jungs. Gibt's ja immer wieder diese ganzen Klischees und Gerüchte und Voreingenommenheiten. Schreibt da mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich mal echt interessieren, vielleicht vor allem auch, wenn ich gerade weibliche Zuschauer hier habe. Eure Meinung würde mich natürlich auch besonders interessieren, ob ihr da der Meinung seid, ja, nö, Videospiele, Jungenkram, oder ob ihr da sagt, nö, auch die Mädchen haben ein Anrecht darauf, hier Videospiele zu spielen, zu gucken, oder eben Ähnliches, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Schreibt da mal einen Kommentar dazu. Das würde mich echt mal interessieren, weil das sind auch so Sachen, die offenbar auch die Leute interessieren und mich ebenso. Deswegen schreibt einen Kommentar. Und dann sind wir da informiert, glücklich und von unglaublich froher Natur können wir jetzt auch die nächste Mission starten. Wenn ich denn mal was sehen würde, hier. Süleyman, Süleyman, hallo, Süleyman, was hast du zu sagen, hä, Süleyman?